Hallo und willkommen zurück zu der kleinen Reihe Sketchnotes in der Schule. Heute mal zu allgemeinen Symbolen, die sehr wichtig und hilfreich für die Schule sein können. Natürlich das ganz einfache Plus, Minus für positiv, negativ oder etwas kommt hinzu oder weg. Sachen, die gleich oder ähnlich sind, beziehungsweise die Pfeile in entgegengesetzte Richtung, die unterschiedlich sind, Ausruf und Fragezeichen. Was ich oft mache, ist, dass ich die in so Container packe, hier so einen kleinen Kreis oder Viereck, damit man auch weiß, dass das wirklich ein spezielles Symbol ist, womit ich annotieren kann oder was an den Text oder das Tafelbild kommt und nicht einfach nur so ein kleines Zeichen. Dann habe ich gern, das macht für Englisch auch Sinn, sowas wie Kontrast oder das hat diesen Effekt mit diesen Pfeilen, dass Aufgaben erledigt sind. Das finde ich, ist auch ganz hilfreich für einen selber und für die Schüler, das mit zu benutzen. Sterne, die einzelnen Zahlen natürlich. Auch Emojis kann man sehr gut nutzen, um Sachen deutlich zu machen. Bei einigen Sachen macht es auf jeden Fall Sinn, seinen eigenen Weg zu finden oder das auch zusammen mit den Schülern zu finden bzw. auszuprobieren. Ich unterrichte neben Psychologie auch Englisch, von daher hier ein paar Symbole, die definitiv gut für den Englisch- oder Fremdsprachenunterricht passen. Wir brauchen immer das Zeichen für Hörverstehen, Hörtexte, da macht dieser kleine Kopfhörer Sinn. Unter Umständen kann man auch einfach die Noten dazu malen, dann ist es nochmal ein bisschen deutlicher. Das zweite, ihr erkennt das, das ist natürlich das Zeichen für Schreiben. Geht auch wirklich super schnell, das kleine Gekringel und dann der Stift. Hier etwas weird gemalt, diese Sprechblasen, aber egal, Sinn ist, das könnte Sprechen, Dialog, Austausch bedeuten. Seid kreativ mit den Symbolen in den Sketchnotes. Man kann genau das gleiche Symbol auch benutzen und hier in das Gegenteil verkehren. Zum Beispiel, um zu zeigen, bitte leise sein oder still sein. Und so kann das Ganze ein bisschen attraktiver und netter vielleicht auch kommuniziert werden. Das kann hier weiter ausdifferenziert werden mit den Flaggen, muss aber auch eigentlich gar nicht. Das ist natürlich die Sprachmittlung. Etwas anzuschauen oder das Sehverstehen oder auch Hörsehverstehen könnte das Auge sein oder vielleicht auch das Auge hier mit diesem Pfeil. Ich merke gerade, dass ich hier das Ohr vergessen habe in dem Video. Das ist natürlich dann das fürs Hörverstehen. Weiter geht's mit dem Classroom Management. Das sind natürlich alles keine wunderbar neuen, besonderen Symbole, aber das Ganze so ein bisschen für sich zu systematisieren, macht einfach absolut Sinn für mich. Ganz schnell kann ich hier mit so kleinen Figürchen, sehen ein bisschen aus wie Mensch, ärgere dich nicht, Figürchen, die verschiedenen Sozialformen darstellen. Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit. Je nachdem, in was für einer Klasse und wie viel Zeit ich habe, mache ich natürlich denen auch noch kleine Gesichter, aber das muss natürlich auch nicht sein. Das Plenum oder man kann für den Double Circle verschiedene Symbole haben, für Speed Dating und so weiter. Auch sinnvoll finde ich sowas wie Heft oder Buch noch zu visualisieren. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie das sinnvoll gelingen kann. Wieder sowas. Sketchnotes zielen ja darauf ab, schnell und gut Informationen zu transportieren. Also hier, Haus und Papier können zum Beispiel die Hausaufgaben sein. Seid kreativ und macht euch euer System. Wichtig für euch und eben auch für die Schüler ist, dass grundsätzlich Klarheit und Transparenz da ist, was jetzt jeweils gemeint ist. Das kann aber sich natürlich auch mit der Zeit ändern, tut sich bei mir auch ständig, ist ja ein absoluter Prozess, aber dass man weiß, was da jeweils mit gemeint ist.
Auch für die Oberstufe ist es sicher sinnvoll, zum Beispiel für die grundsätzlichen Aufgabentypen und Operatoren. Erstens AFB 1 im Textverständnis, dann die zweite Aufgabe, die Textanalyse, könnte man damit so vielleicht darstellen. Und dann die dritte Aufgabe, der Kommentar, der über den Text hinausgeht, vielleicht so. Ihr habt sicher vielleicht sogar noch bessere Ideen, lasst mich das doch auch mal wissen. Die Aufgabe 3b, die kreative Aufgabe zum Beispiel in Englisch, könnte man vielleicht hier mit so einer Glühbirne gut darstellen. Die besten und kreativsten Ideen kommen bei sowas aber immer wieder von den Schülerinnen und Schülern. Also fragt sie und entwickelt zusammen mit ihnen etwas. So, und weiter geht's im zweiten Teil dieses Videos.